Herzlich willkommen zu Dev Diary Nummer 6, das erste im Jahre 2016. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und wir fangen dieses Jahr jetzt erstmal mit einer kleinen Frage-Antwort-Runde an, so wie wir es schon mal gemacht haben. Und vorab, der Fernbus-Simulator ist jetzt erhältlich, zum Vorbestellen natürlich, bei Aerosoft und ebenfalls wird man den dann, sobald er rauskommt, auch natürlich bei Steam und Amazon und Co. kaufen können. Fangen wir mit den Fragen an. Wie sind die Entfernungs- und Kilometerangaben im Maßstab 1 zu 10? Das hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Letztendlich könnt ihr euch das so vorstellen, das Spiel beinhaltet die originalen Entfernungseinheiten. Die Kilometer laufen im Prinzip einfach 10 mal schneller. Das heißt, in der Zeit, wie ihr in der Wirklichkeit einen Kilometer schaffen würdet, schafft er im Spiel 10 Kilometer. Gibt es Missionen? Nein, aber es gibt Events. Events sind zufällige Ereignisse während der Fahrt, die auf Grundlage von Informationen des Fernbusses aufgebaut sind. Also ob das jetzt ganz einfach ausgedrückt Staus sind oder so, da könnt ihr euch dann überraschen lassen, was unser Eventmanager dann da so von sich gibt. Wirtschaften, tanken, Fahrplan, ganz kurz, nein, ja und ja. Also man wird auch tanken können, man verfolgt einen Fahrplan. Allerdings gibt es kein Wirtschaftssystem direkt, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Wird man den Retarder benutzen können und haben die Busse den originalen Sound? Beides ja. Wir achten natürlich darauf, dass die Busse technisch gut ausgestattet sind und dass das Ganze gut umgesetzt ist. Fahren mehrere Busse im Verkehr? Natürlich. Man wird auch andere Fernbusse im Verkehrsnetz sehen. Wird man auch mal von der Polizei angehalten? Ja, zum Beispiel an Rastplätzen. Da könnt ihr euch auch gerne überraschen lassen. Wie sieht's mit einem Navi aus, also einem Navigationssystem? Wird es auch geben? Ob es spricht oder nicht, steht noch nicht fest. Aber es gibt auf jeden Fall eine Navigationshilfe. Irgendwie müsst ihr ja auch von A nach B finden können, ne? Wird man Radio bzw. auch MP3-Dateien hören können? Ist beides geplant? Radio auf jeden Fall. Bei MP3 prüfen wir noch, ob das möglich ist, aber da erzählen wir euch dann, wie genau das ausgeht, wenn wir das auch wissen. Wird man die Hände vom Fahrer am Lenkrad sehen? Ja, an der Außenansicht. Wie sieht's mit dem Fahrernamen aus? Wir haben das ja schon mal erwähnt. Wir suchen einen Namen für den Fahrer. Wir machen das so. Wir suchen einen Standardnamen, sprich der Name, der standardmäßig im Spiel vorgegeben ist. Und den bestimmt ihr, die Community. Schaut da im Forum vorbei. Wir werden da bald diese Umfrage starten. Und ihr habt aber dann trotzdem die Möglichkeit, einfach einen anderen Namen einzugeben, falls euch der Standardname nicht gefällt oder warum auch immer ihr das machen wollen würdet. Kommen wir ein bisschen zur Map an sich und so weiter. Wird es einen Wirtschaftsfaktor geben? Nein, wie ja schon erwähnt, da das Lizenzmodell von Mein Fernbus das nicht vorsieht. Allerdings wird es eventuell möglich sein, über die Community einen Wirtschaftsfaktor einzubauen. Also es liegt auch ein bisschen an euch. Wird es einen Multiplayer geben? Wir untersuchen die Möglichkeiten, eine Online-Anbindung einzubringen, die via Modding realisiert wird. Auch da halten wir euch auf dem Laufenden, wie das Ganze dann ausgeht. Gibt es einen Map-Editor? Ja. Und zwar läuft es über den Unreal Editor, den ihr selbst herunterladen und installieren müsst und mit Funktionen von uns dann verwenden müsst. Das werden wir natürlich dann auch erklären, wie das Ganze funktioniert. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber natürlich nicht so kompliziert. Auch das eigentliche Erstellen der Maps wird, wie ihr auch schon gesehen habt in den letzten Videos, einfach ablaufen. Wir zeigen euch da auch noch mehr davon. Kann man eigene Objekte, die man zum Beispiel im Blender oder so erstellt hat, importieren? Ja, das wird man machen können. Kann man auch im Editor Hügel bauen, worauf zum Beispiel Dörfer platziert werden, sodass der Bus da hochfährt und so weiter? Ja, natürlich, das gehört zum Map-Bau dazu und das werdet ihr machen können. Wie groß werden Staus sein? Natürlich wird es Staus geben. Wie genau, in welchem Umfang die jetzt aussehen und gestaltet werden, das steht aber noch nicht fest. Auch da halten wir euch auf dem Laufenden. Die Beschleunigungsstreifen und Abfahrten sehen ziemlich kurz aus, hat einer bemerkt. Die wurden bereits verändert und sind jetzt natürlich realgetreu. Werden Straßenstrukturen wie zum Beispiel Bushaltebuchten, Kreisverkehre oder ähnlich umgesetzt? Ja, haben wir alles mit dabei.
wird man in Köln anhalten? Es ist ja so, dass Fernbusse in der Kölner Innenstadt aufgrund Platzprobleme zumindest derzeit nicht halten. Im Spiel wird man aber auch in Köln halten können. Wird man vor der ersten Fahrt eine Art Führerschein machen müssen, hat einer gefragt. Schöne Idee. Eine Art Tutorial werden wir bestimmt beinhalten. Vielleicht verpacken wir das dann einfach als eine Art Führerschein. Auch da halten wir euch auf dem Laufenden. Eine Frage habe ich noch. Wo ist Matthias? Wir zeigen euch heute die ZOBs bzw. die zentralen Omnibusbahnhöfe von Berlin, Halle, Köln, München und ein bisschen was von Hamburg zeigen wir auch. Ihr seht schon, wir sind hier jetzt gerade in Berlin und das Besondere ist, dass wir all diese zentralen Omnibusbahnhöfe originalgetreu nachgebaut haben. Das heißt, wir haben uns auf Fotos, Karten und Videos verlassen, besonders eben für die Details und vor allem auch Erfahrungswerte haben da eine große Rolle gespielt, denn irgendeine vom Team war ja natürlich schon mal irgendwo vor Ort. Hier sind wir jetzt in Halle, auch ein grandioses Meisterwerk. Und hier ist auch zu erwähnen, dass wir eine Art World Manager haben, der quasi die Zeit steuert. Wenn es jetzt also später am Abend wird, schalten sich auch bestimmte Lichter an und aus, beziehungsweise am Abend natürlich eher an. Das betrifft auch die Straßenlaternen und das Ganze läuft dann auch vollautomatisiert, wie auch irgendwo im echten Leben. Natürlich ist auch zu erwähnen, dass alles hier noch in Development ist. Das heißt, wenn einige Texturen zum Beispiel noch nicht ganz scharf sind oder einige Objekte noch nicht ganz final aussehen, wissen wir das. Wir arbeiten da noch dran. Hier sind wir jetzt in Köln. Wie wir schon erwähnt haben, wird man Köln anfahren können, beziehungsweise auch in der Innenstadt rumfahren können. Man kann ja die Bilder einfach mal wirken lassen. So, und hier ist noch München. Ein absolutes Meisterwerk auch. Sehr, sehr schön gestaltet. Unten eben die ganzen Halteposten für die Busse. Und oben ist das tatsächlich alles ausmodelliert mit dem Gitter. Da wird man jetzt gleich auch schön die Reflexion noch dran sehen. Also das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und wird hoffentlich auch ein schönes Flair im Spiel geben. Wir hängen zu diesem Video auch ein paar hochauflösende Screenshots an, die ihr in unserem Forum findet. Das heißt, schaut mal vorbei. Den Link seht ihr jetzt nochmal eingeblendet. Und dann gucken wir uns jetzt noch kurz Hamburg an. Den Hamburger ZOB, den entwickeln wir gerade noch. Das ist absolut Work in Progress. Hier sind noch keine Texturen zu sehen. Dafür könnt ihr aber erkennen, dass das Modell langsam Form an sich nimmt. Ja, also so viel zu den ZOBs. Das war's auch schon wieder. Beim nächsten Mal planen wir euch ein bisschen was zum Straßenbau zu zeigen. Das wird also sehr, sehr interessant, nämlich vor allem, wenn ihr vorhabt, dann auch den Map-Editor zu nutzen, den wir in Zukunft ja dann einbringen werden. Also bleibt dran. Vielen Dank. Schaut auch mal im Forum vorbei. Der Link steht jetzt genau hier. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.